Ihr merkt vielleicht alle, wir haben etwas angezogen mit dem Thema, mit der Bereich, weil uns die Infostände weggeflogen sind. Deswegen ziehen wir jetzt auch bereits schon den Talk mit den Parteien vor. Wir wollen ja gerne von denen wissen, die uns seit dem ersten Tag der Gründung unterstützen, nämlich auf der einen Seite die Sozialdemokraten, Bündnis 90, die Grünen und die Linken. Was macht ihr denn, wenn ihr wieder in den Bundestag gewählt werdet? Versprecht ihr uns nur etwas im Wahlkampf oder können wir auf das, was wir gemeinsam fordern, bei euch auch nach der Wahl verlassen? Durch den Talk wird Günther führen, Günther, die ihr ja alle schon kennt von der großen Umverteilungsdemonstration und die den Politikerinnen ganz klar auf den Zahn fühlen wird. Günther, hast das Wort. Ich danke dir. Ich möchte erstmal euch alle bitten, ein Stückchen nach vorne zu kommen und auch die Touristen und Touristinnen, die hier sind, kommt alle her. Wir haben jetzt einen Polit-Talk, wir haben jetzt neben mir, jetzt muss ich mal schauen, auf der rechten Seite, aber jetzt auch wirklich nur auf der rechten Seite hier auf der Bühne, habe ich direkt neben mir Frau Dr. Gesine Mötsch, Bundestagsabgeordnete der Linken und haushaltspolitische Sprecherin. Dann habe ich auf der linken Seite die Lisa Paus, Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen und Obfrau des Finanzausschusses. Und ich habe Jansel Kriseltepe, das ist, sie ist noch nicht Bundestagsabgeordnete, sie ist Bundestagskandidatin der SPD in Friedrichshain-Kreuzberg. Ich möchte euch auch bitten, dass ihr alle, die ihr hier seid, vielleicht eure Kommentare etwas zur Seite schiebt und erstmal zuhört, was die einzelnen Kandidatinnen hier zu sagen haben. Das Schöne ist, was ich erstmal persönlich sehr schön finde, wir sind alles Frauen. Das hat man auch selten. Fehlt nur noch Angela Merkel. Angie wollte nicht kommen. Also haben wir sie jetzt hier auch nicht auf der Bühne. Oder Doktor Schumacher. Bis 1997 gab es die Vermögenssteuer mit einem Freibetrag von 120.000 Mark damals. Wie ist es bei euch in den Parteien? Setzt ihr euch für die Vermögenssteuer, wie setzt ihr euch für die Vermögenssteuer ein und welchen Freibetrag fordert ihr? Also ich möchte eingangs nochmal erwähnen, weil ein Freund von mir, der Tahir Sözen von Kotti und Co. auch hier war und ich auch aktiv mich engagiere in der Mieterinitiative, dass man die neoliberalen Auswüchse nicht nur auf dem Mietermarkt sehen kann, sondern auch richtigerweise, wie Frau Knake-Werner gesagt hat, auf dem Arbeitsmarkt, bei Lohnarmut, bei Altersarmut und bei Kinderarmut. Mittlerweile stehen Menschen Schlange an Tafeln und 2,5 Millionen Kinder sind armutsgefährdet. Und wer hat die GSW verkauft? Und wer hat die GSW verkauft? Und wir möchten, wir haben in unserem Regierungsprogramm zu stehen, dass wir diese ungerechte Verteilung von Einkommen, die Vermögenskonzentration aufbrechen wollen und eine Vermögensbesteuerung auch durchsetzen wollen. Wir wollen Einkommen mehr als 100.000 Euro mit 1% besteuern und bei Ehegatten sind das 200.000 Euro. Danke. Und wer hat die GSW verkauft? Wie sieht das bei den Grünen aus? Also mein Name ist Lisa Paus, ich bin seit 2009 im Deutschen Bundestag hier aus Berlin und war innerhalb der Grünen immer eine Minderheit, die sich eingesetzt hat, die für die Vermögenssteuer. Wir haben zwei Bundesparteitagsbeschlüsse zur Wiedereinführung der Vermögenssteuer und es gab eine Bundestagsfraktion mit der finanzpolitischen Sprecherin Christine Scheel, die das damals nicht umgesetzt hat, obwohl Christian Ströbele eine Mehrheit auf dem Bundesparteitag hatte. Und mein erklärtes Ziel war es, in dieser Legislaturperiode das zu ändern und auch eine Mehrheit in der Bundestagsfraktion zu bekommen, dass auch Grüne widerstehen für Vermögensbesteuerung, dass die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland auch geschlossen wird, dadurch, dass wir tatsächlich wieder rangehen an die Reichen. Die Vermögenskonzentration in Deutschland ist ein großes Problem, ist ein Gerechtigkeitsunding und ist inzwischen auch, und das zeigt eben die Finanz- und Wirtschaftskrise, ist eben auch inzwischen ein großes ökonomisches Unding und Problem und deswegen auch müssen wir das lösen. Und ich war erfolgreich. Wir Grüne haben die Grundlage gelegt für eine neue Debatte zum Thema Vermögensbesteuerung. Wir waren diejenigen, die ein Gutachten beauftragt haben vom DIW, das jetzt für alle drei Parteien immer die Grundlage ist, dass überhaupt die einigermaßen valide Grundlage ist, zu wissen, wie denn die Vermögenskonzentration in Deutschland so ist und was man machen kann. So, und wir haben uns dafür eingesetzt, dass es eine Vermögensabgabe geben wird und wir sind bisher auch die einzige Partei, die einen konkreten Gesetzesentwurf eingebracht hat in den Deutschen Bundestag zur
Erhebung einer Vermögensabgabe. Wir wollen damit 100 Milliarden Euro einnehmen. Das ist eine Belastung für die, wir belasten wirklich nur die reichsten 1% Deutschland, also passt gut in die 99%-Debatte rein, die reichsten 1%. Es ist eben so, in Deutschland ist das Vermögen stark konzentriert. 100 Milliarden Euro, 1,5% auf das Vermögen kann gezahlt werden über 10 Jahre. Es gibt einen individuellen Freibetrag von 1 Million Euro und zusätzlichen für Betriebsvermögen von 5 Millionen Euro. Und damit wollen wir jedenfalls einen ersten Schritt gehen. Das sind 10 Milliarden Euro jährlich. Zusätzlich setzen wir uns auch ein für eine Verdoppelung des Aufkommens bei der Erbschaftssteuer, weil die größte Vermögenskonzentration entsteht in Deutschland oder ist entstanden in den letzten 50 Jahren über das Thema Erbschaften. Da wird es dieses Jahr auch noch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts geben. Ganz klar ist, die derzeitige Erbschaftssteuer ist verfassungswidrig. Wir wollen sie wieder verfassungskonform machen und das Aufkommen zumindest verdoppeln auf 9 Milliarden Euro. Wer hat die Fiskalpakt zugestimmt? Gesine, welche Freibeträge seht ihr vor und wie viele Einnahmen erwartet ihr dadurch? Wir als Linke stehen ganz klar für eine Vermögensteuer. Und viele, die gegen die Vermögensteuer sind, behaupten ja, die Vermögensteuer verstößt gegen das Grundgesetz. Das ist eindeutig falsch, denn in unserem Grundgesetz steht, Eigentum verpflichtet und auch Vermögen gehört zu Eigentum. Und dieses Eigentum muss genutzt werden, um die Gesellschaft am Funktionieren zu halten. Ich bin ja Mitglied im Haushaltsausschuss und da gibt es viel Diskussion und viel Streit, wofür denn das Geld, was vorhanden ist im Haushalt des Bundes, ausgegeben werden soll und wofür nicht. Und manchmal kann man wirklich verzweifeln, dass um kleine Beträge bei sozialen Projekten, bei sozialen Anliegen, bei Renten, bei der Gesundheit gestritten wird und gesagt wird, nein, das geht nicht. Aber wenn es darum geht, Rüstungsgüter zu finanzieren, sind die Abstimmungen meist sehr, sehr schnell durch. Und wir als Linke setzen uns ganz stark dafür ein, dass kein Geld ausgegeben wird für Waffen und dass Rüstungsexporte nicht mehr finanziert werden. Ganz klar. Ganz klar, wir wollen eine Vermögensabgabe für die wirklich Reichen. Wir wollen als einmalige Vermögensabgabe und als Sofortmaßnahme 5% auf Vermögen über 1 Million, sodass niemand Angst haben muss, was er sich mühsam erspart hat in vielen Jahrzehnten der Arbeit für ein vielleicht kleines Häuschen mit Garten, dass das ihm weggesteuert wird. Das ist ja übrigens auch eine Mär, die gerne verbreitet wird. Wer für Vermögensteuer wäre, will der Oma ihr kleines Häuschen wegnehmen. Bitte fallt auf diesen Blödsinn nicht rein. Nach einer Forsa-Umfrage aus dem letzten Jahr wollen 77% der Deutschen eine Vermögenssteuer. Das heißt, wir haben eigentlich die Mehrheiten, rein theoretisch. Mich würde jetzt interessieren, wird deine Partei, wird die SPD im Deutschen Bundestag einen Antrag zur Vermögenssteuer, Vermögensabgabe einbringen? Und können wir uns vorstellen, dass diese drei Parteien vielleicht sogar zusammen agieren? Ist das hier Kabarett oder was ist das? Danke für die Frage. Ja, es sind 77% der Bevölkerung und dann muss man dazu noch ergänzen, 67% der bürgerlichen Wähler sind auch für eine Vermögensbesteuerung. Das heißt, die Stimmung in der Bevölkerung ist gut und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das auch stark schaffen werden, eine Vermögensbesteuerung einzuführen. Und wie gesagt, die SPD hat das in ihrem Regierungsprogramm drin und wir werden auch die Vermögensbesteuerung durchsetzen. Gemeinsam mit den anderen Parteien und die Koalitionsmöglichkeiten wird sich nach der Wahl zeigen. Aber mein Wort steht. Stimmung am Oktoberfest ist auch gut. Okay. Sie geben auch Ihr Ehrenwort, das ist gut. Wie sieht es bei den Grünen aus? Stimmung ist gut. Vor allem bei denen, die 7000 irgendwas im Bundestag. Na, ich dachte, wir stehen hier zusammen, weil wir gemeinsam das Ziel haben, dass es in Deutschland eine Mehrheit gibt. Nicht mit Ihnen. Ja gut, okay, dann können wir unser Bündnis, wieder auch gleich auflösen, wenn das Ganze. Die Selbstermächtigung der Bankenmafia, die Grünen haben es durchgewunken. Ja, genau, ich stehe nicht mit Ihnen. Karl-Pack genauso. Ja. Ich suche mir meine Freunde selber. Ihr seid unglaublich. So, und ihr wollen wir mal ganz. Und du bist nicht bündnisfähig. Ja, ihr auch nicht. Ja. Ihr seid, das glaube ich nicht. Ich glaube. Ihr seid ja
Können wir mal in diesem Lande etwas verändern und nicht um Recht zu haben. Ich weiß, dass ich Recht habe, aber ich möchte eben auch etwas verändern. Und deswegen gehe ich eben auch zu diesen Treffen. Ich bin in einer anderen Partei als die Linken, ich bin in einer anderen Partei als die SPD, ich bin bei den Grünen und trotzdem mache ich mit denen auch Dinge zusammen, weil ich eben was ändern will. Und ich mache auch was mit anderen Parteien zusammen, wenn ich sehe, dass ich was ändern will. Sonst mache ich es nicht. Ich verkaufe mich nicht auf dem Marktplatz, aber ich möchte tatsächlich etwas bewirken. Und bei dem Thema Vermögensbesteuerung können wir gemeinsam in die Geschichte schauen, der Bundesrepublik, und sehen, dass 1996 nichts passiert ist. Und ich will das ändern. Und deswegen habe ich mich auch mit dafür stark gemacht, dass es dieses breite Bündnis gibt. Und deswegen möchte ich auch jeden bei der Stange halten. Deswegen bin ich übrigens auch froh, dass zum Beispiel ein Paul Kirchhoff, dieses Arschloch, sich inzwischen öffentlich dazu bekennt, dass es in Deutschland eine Vermögensbesteuerung geben muss. Und das finde ich gut so. Und das sage ich auch immer wieder gerne, auch wenn selbst der zu dieser Erkenntnis gekommen ist, dann finde ich das nicht schlecht, sondern finde ich es gut, weil wir dann tatsächlich auf dem Weg sind, das hinzukriegen. Und solche Gegeneinanderaktionen, die bringen eben nichts, sondern die machen uns eher gegenseitig kaputt. Und diese Aktionen hier, die führen eben auch mit dazu, dass es momentan ja offenbar wieder so aussieht, dass bei der nächsten Bundestagswahl wir hier vorher toll getrommelt haben, aber wahrscheinlich eine große Koalition wieder dabei rauskommt. Und dann wird es wahrscheinlich keine Vermögensbesteuerung geben, weil es nach wie vor so ist, dass die Linke eben offenbar momentan in Deutschland immer noch so politikunfähig ist, dass wir keine echte breite Alternative hinkriegen. So, deswegen möchte ich nicht, dass wir 2009 das wieder so läuft 2013, sondern dass wenn wenigstens dann 4 Jahre später es eine entsprechende Alternative gibt. So, und ich habe meinen Beitrag geleistet. Wir haben einen Gutachten in Auftrag gegeben. Wir haben einen konkreten Gesetzesentwurf in den Deutschen Bundestag eingebracht. Dieser Gesetzesentwurf kann mit einfacher Mehrheit des Deutschen Bundestages beschlossen werden. Den haben wir jetzt eingebracht. Den haben wir nicht nur in der Schublade, sondern den werden wir auch nach der Wahl wieder einbringen. Hoffentlich dann mit einer Regierungs Möglichkeit mit der SPD, weil alles andere funktioniert ja momentan nicht, können wir gerne nachher darüber unterhalten. So, und wenn das eben nicht läuft, dann wird es wohl keine Vermögensbesteuerung geben in Deutschland. Wir haben unsere Arbeit gemacht, unser Gesetzentwurf liegt vor, den werden wir auch nach der Wahl so umsetzen, wenn jedenfalls es an uns liegt. Wir sind dabei, wir haben uns da klar verpflichtet. Dankeschön. Ihr seid dabei, jetzt wollen wir mal hören, was die Linken dazu sagen. Jetzt wollen wir mal hören, inwiefern vielleicht es auch, ja, auch als, es halt aufeinander zukommen geben wird. Ich habe Grüne gewählt und dann nicht wieder, nie wieder. Ja. Weil das eine totale Enttäuschung ist, was die Grünen gemacht haben. Wir als Linke stimmen im Bundestag jedem vernünftigen und gerechten Vorschlag zu. Und wenn es einen vernünftigen und gerechten Vorschlag gibt für eine Vermögensteuer, stimmen wir dem auch zu. Und es wäre auch gut, wenn Parteien Vorschlägen der Linken zustimmen würden, die diese auf Marktplätzen verteidigen. Ich nenne als Beispiel nochmal den gesetzlichen Mindestlohn. Den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn, den haben wir x-mal in den Deutschen Bundestag eingebracht. 10 Euro ist eine Forderung, die hat die Linke. Es gibt andere Forderungen, aber selbst denen ist nicht zugestimmt worden. Und ich finde, wenn wir jetzt hier mal ein Signal verabreden, dass wir wirklich Dinge, denen wir hier unsere Zustimmung geben, in der Öffentlichkeit, auch im Deutschen Bundestag unsere Zustimmung geben, dann werden wir, glaube ich, ein gutes Stück weiter. Und das kann man ja hier öffentlich auch nochmal bestätigen. Für uns ist ganz klar, alles, was inhaltlich richtig ist, dem geben wir unsere Zustimmung. Da machen wir auch keine Spielchen und kein Daktieren und sagen nicht, das ist ein Parteitagsantrag, dem haben wir zwar auf dem Parteitag zugestimmt, aber nicht im Parlament. So etwas gibt es mit uns von der Linken nicht. Wir sind da ganz klar und eindeutig. Und was ist mit der ESW? Es geht. Wir gehen jetzt in die letzte Runde. Und die letzte Runde, die geht Richtung Bundestagswahl beziehungsweise nach der Bundestagswahl. Und dann wird es ja zu Koalitionsverhandlungen kommen. Und meine Frage ist, bei den Koalitionsverhandlungen, die Vermögenssteuer, wird das eine grundlegende Entscheidung sein für eine Koalition? Also wie wichtig ist euch die Vermögenssteuer in den Koalitionsverhandlungen? Vielleicht können wir ja auch hier zu einem entweder ja symbolischen Akt zwischen diesen drei Parteien, mit denen ich hier am Tisch sitze, dann kommen. Das wäre ideal. Also ich halte es für das Wichtigste, weil es die Grundlage für viele Bereiche in der Politik ist. Wenn wir keine Umverteilung von oben nach unten schaffen, dann hat der Bund kein Geld, um in Infrastruktur zu investieren, in Bildung zu investieren. Die Länder und Kommunen haben auch kein Geld. Und es wird natürlich, wenn eine Umverteilung nicht stattfindet, der Masse der Bevölkerung nicht besser
weitergehen. Also wir werden keine Einkommen für die Masse der Bevölkerung generieren können. Wir werden keine bessere Rentenpolitik machen können. Wir werden keine bessere Arbeitsmarktpolitik machen können. Und für all diese Dinge brauchen wir Geld. Und deshalb denke ich, dass die Vermögensbesteuerung auch sofort durchgesetzt werden muss, damit wir endlich mal nach 10 Jahren Stillstand wieder in eine Politik investieren können, die auch die Menschen interessiert. Und dafür stehe ich. Super. Wie sieht es bei den Grünen aus? Ja, kommt es zu Rot-Grün, wird es auf jeden Fall entweder eine Vermögensabgabe oder eine Vermögenssteuer geben, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Die Frage ist eben, kommt es zu Rot-Grün oder kommt es nicht zu Rot-Grün? Wenn es eine große Koalition gibt, dann wird es das nicht geben. So, für mich ist die nächste große Baustelle, da bin ich tatsächlich sehr zuversichtlich, zuversichtlich bin ich noch nicht, was das Wahlergebnis angeht. So. Für mich ist die nächste große Baustelle das Thema Erbschaftssteuer. Da würde ich mir auch noch mehr Bewegung auch bei der SPD wünschen. Das ist ein riesengroßes Thema. Das ist, momentan ist es die verfassungswidrig, da sollten wir uns unbedingt ranmachen. Aber die Vermögensbesteuerung, also jedenfalls Vermögensabgabe oder Vermögenssteuer, wird es mit Rot-Grün auf jeden Fall geben nach dem 22. September, so es eine Mehrheit gibt. Stimmung ist gut. So, ich werde jetzt nicht Koalitionsverhandlungen zwischen Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün oder ähnliches hier machen, aber trotzdem, wie sieht das bei den Linken aus? Wie wichtig ist euch das? Wird das in den Koalitionsverhandlungen, wenn es denn welche geben sollte? Wie wichtig wird das sein? Ja, die Frage ist ja, ob es Koalitionsverhandlungen gibt. Aber völlig unabhängig davon, jede politische Konstellation, die sich im Deutschen Bundestag zusammenfindet, braucht Druck von links, egal ob innerhalb dieser Konstellation oder als Korrektiv. Ich will mal daran erinnern, als von 2002 bis 2005 nur die PDS mit 2 Abgeordneten im Bundestag vertreten war, nämlich mit Petra Pau und mir. In dieser Zeit ist Hartz IV beschlossen worden, ist die Agenda 2010 beschlossen worden, ist der Billiglohnsektor ausgeweitet worden, und das heißt doch, wenn es nicht genügend Druck von links gibt, gibt es keine soziale Politik, also braucht jede Konstellation Druck von links, und dafür stehen wir bereit. Ich danke alle drei Frauen, ich danke Gesine Lötsch, ich danke Lisa Paus und ich danke auch Jansdell Krizzeltepe. Wir werden sehen, was nach der Wahl passiert. Vielleicht sehen wir uns dann, oder ich hoffe, wir sehen uns dann wieder hier an diesem Tisch mit ein paar mehr Leuten, und dann werden wir ganz, ganz viele Fragen stellen. Aber 77% sind dafür, das heißt, ja, haltet euch fest und vielen Dank. Macht das! So, und ich danke natürlich Günter Tank, der durch den nicht ganz einfachen Talk geführt hat. Vielen Dank, dass du das gemacht hast. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben natürlich extra die Parteien eingeladen. Wir wussten natürlich auch, dass es da Widerspruch geben kann, weil jede und jeder natürlich wissen muss, die Einführung einer Vermögenssteuer, genau wie die Einführung einer Vermögensabgabe, muss natürlich im Parlament beschlossen werden. Und wir halten es für wichtig, diejenigen, die vor der Wahl uns sehr offensiv unterstützen, dazu gehört die SPD, genau wie die Grünen und die Linke, dass wir sie auch deutlich befragen, was nach der Wahl kommen wird. Und deshalb allen dreien vielen Dank, dass Sie da waren, aber durchaus auch macht weiter, gebt den Parteien durchaus auch klar zu verstehen, was ihr von ihnen erwartet, weil wir wissen natürlich, das Bündnis Umverteilen muss vor der Wahl aktiv sein, aber nach der Wahl umso aktiver, weil wir uns natürlich nur dann darauf verlassen können, dass unsere Forderungen umgesetzt werden, wenn wir eine starke außerparlamentarische Bewegung entwickeln. Vielen Dank. Wir werden jetzt in wenigen Sekunden IG Blech hören, reißt also nicht aus. IG Blech, die sich bereit erklärt haben, für uns zu spielen. Wir machen jetzt eine ganz kurze Umbaupause, dann werdet ihr nach dem Parteientalk, der manchmal nicht ganz einfach ist, mit guter Stimmung sozusagen in die Umverteilung geführt. Stimmung ist gut. Stimmung ist